Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video Fortnite. Wir spielen Duo mit Malte. Moin. Ich habe jetzt endlich einen Rucksack freigeschaltet hier. 22. Nice Leute. Und ja, wir müssen aber trotzdem ein bisschen beeilen, weil sonst wird es trotzdem knapp mit der Außenattacke. Und die sieht ja schon übelst nice aus, Leute. Und ja. Die neue Shotgun, ja. Die ist sehr präzise eigentlich vom Visier auch her. Die streut halt nicht so extrem wie die anderen Shotguns. Sondern bringt die Schrotkugeln eigentlich sehr präzise in sehr nah zueinander. Aber die schießt halt nicht so gestreut wie die taktische Shotgun. Die Pumpgun, die schießt schon viel präziser als die taktische Shotgun, aber die schießt noch präziser. Das hat zur Folge, dass man auch auf 20 Meter Distanz oder sowas noch sehr schön treffen kann. Auch dann auch noch Schaden machen kann, weil zum Beispiel die taktische Shotgun bringt auf Distanzen über 20 Meter überhaupt, Quatsch, nicht über 20 Meter, sondern über 10 Meter bringt die taktische Shotgun schon überhaupt gar nichts mehr. Ist leider sowas, ist wirklich leider so, weil die dann maximal 15 Schaden macht. Und ja, sonst ist episch und legendär, also ziemlich selten. Also ich habe das Gefühl, ich finde sie selten als Ska. Ich hatte heute schon viermal Ska oder so. Und habe sie noch gar nicht gefunden. So Leute. Wo wollen wir hingehen? Oh scheiße. Lol. Wo sollen wir hin? Ich bin jetzt aus unabsichtlich rausgegangen. Hier oder Snobby? Snobby ist zu weit, glaube ich, das schaffe ich nicht. Ja, Snobby ist, glaube ich, zu weit. Ich wollte eigentlich gar nicht rausgehen. Wo gehst du hin? Ja. Okay, ich gehe direkt neben dir, wo der Revolver auf dem Dach liegt. Hast du die Falle platziert? Ja. Bis jetzt ist keiner hier gelandet. Ich bin jetzt im Hauptgebäude. AR habe ich. Salve. Salve und Pampe und Revolver halt. Lol, ich habe wieder kein Material. Ja, so gut ist der Loot halt ernsthaft nicht. So, jetzt kann ich mich auch hier bauen. So, und ich hab MP und Medikit. Moment. Hast du ein Tor gemacht? Ja. Wenn es in der Nähe einen Gegner gibt, wird er dich jetzt pushen. Dann magst du recht haben. Aber ich glaube irgendwie, dass hier einer ist. Weil bis jetzt habe ich hier kommt. Also hier drin ist auf jeden Fall niemand, weil das Ding habe ich hier schon komplett auseinander gelootet. Ah, die ist ja leider bis jetzt nur Scheiß-Loot drin. Was heißt Scheiß-Loot? So scheiße aufwendig war auch nicht allzu gutes Loot. Da ist endlich der TS. Soll ich Revolver mitnehmen oder Pumpgun? Ich glaube, ich nehme sogar die Pumpgun mit, jetzt kann ich Pump Shotgun spielen. Das geht ja direkt vor. Lol, das bist du. Ich habe das Schild erst nicht gesehen. Als ich Inventar war, habe ich das Schild nicht gesehen. Das Geile ist, wir können hier perfekt die Leute abfangen, die von Zombie kommen. Ja, ist ein Medical. Ja, kann ich stacken. Ja, ernsthaft, wo war das? Ich war doch gerade eben drin. Wo denn? Hier bei mir im Inventar. Ach so, ja. Hast du da eher? Ja, eine grüne. Ach so, ich hab die graue genommen, die du oben hingelegt hast.
Also sonst habe ich eine graue Pumpgun, grüne Shotgun und grüne MP und halt die beiden Medikits. Hier sind Nades, willst du die haben oder? Nee. Ich weiß noch nicht, weil der Peak kann auch ziemlich nützlich sein. Und Pumpshotgun wollte ich eigentlich spielen. Ich glaube, ich lasse die erstmal liegen und mal gucken, wie es nachher so aussieht. Scheiße, hast du das Tor gemacht? Hallo? Hast du das gemacht? Jetzt gerade nicht. Scheiße. Hier ist jemand. Aufpassen. Moment, ich muss hier erst rauskommen. Ich will gerade hier drin. Hat er erst auf gerade wieder ein Tor gemacht? Ja, ich komme von oben. Na Spaß, das war ich, aber ich sehe jetzt, wo Gegner waren. Die waren auf dem ganz hohen Berg. Hitouts. Auf NW. Da haben die sich hochgebaut. Ach so, auf den. Ja. Ey, wer schießt? Ach, es bist du. Wer hat jetzt C4 geplant? Das wirst du auch tun, ne? Ja. Die von Zombie werden gleich immer alle kommen. Die werden gleich alle kommen. Kiste. Wo denn? Ja, es kann maximal ein Team aus dem Mobi kommen. Ach so, da ist eine Kiste. Noch Nades, jetzt überlege ich doch. Ja, komm, willst du die Pumpgun haben? Ich habe eine Pumpe. Okay, nehme ich habe einen Slot frei, willst du an den? Soll ich dann die Nades mitnehmen? Ja, okay. Und dann nehme ich die Pumpgun doch noch mit. Okay, dann nimm du die Nades mit, weil hinten im in der Halle sind ja auch noch welche und dann haben wir 6, weil mit 6 lohnt sich dann doch wieder. In dieser im Schwimmbad, in der Schwimmbadhalle. Das spiele ich jetzt doch Pump Shotgun. Warum du hast das ganze C4 hier? Oha. Um die Leute zu verwirren. Die denken jetzt, wir wären direkt da, an den Bäumen. Weil die Bäume alle kaputt gegangen sind. Ach so. Vielleicht müsst ihr ja kommen, von Snobby. Wenn. Und die kommen eigentlich immer hier durch. Wo soll die sonst lang gehen? Jemand Snobby war. Dann auch noch mal die andere Sache. Wobei, stimmt halt erst auf die Zombie war sehr weit weg. Ich sehe einen. Wo? Richtung Snobby. Ach so, lol, ich seh ihn. Hit. Ich hab ihn. Der hat von mir einen Headshot passiert. Von mir drei normale. Wo ist der zweite? Scheiße! Ich werd beschossen! Ey, ich hab den auch nicht bekommen. Jumpet hier. Medikit kann ich stacken, ich hab kaum Schaden bekommen. Der hat richtig scheiße getroffen. Ich hab nur, ich hab 28 Schild abgezogen bekommen oder sowas. Jump den zweiten so weggestealt. Na, ist ja, bisschen. Bisschen. Naja, ich hab einen Headshot und einen normalen Hit gemacht. Also 90 Schaden. Ja, so ein bisschen schon. Aber nicht allzu viel. Jetzt nicht komplett. Ich hab ja, ist jetzt nicht so, dass ich einen Hit gemacht habe oder so. Ich sehe noch jemanden. Wo denn? Ah, da ist der vorne im Busch, ne? Hit. Gut. Den hab ich jetzt mal bekommen. Ja, war auch fair. Ich hab der nur zwei Hits gemacht. Von mir ein bisschen abgestorbt. Naja, es geht. Ich habe auch nicht viel jetzt gemacht. Ich habe einen Schild und einen normalen gemacht. Ich glaube, der hatte nicht allzu viel Leben gehabt. Ist sein Loot in der Zone oder nicht? Ne, liegt da. Ich hab ein Jumppad noch, sag ich nochmal, falls wir gleich es brauchen. Hier. Kannst du die Nades nicht Schilder mitnehmen? Kannst du die mitnehmen? Ich hab schon 10. Leute, ich hab schon 10 Nades. Soll ich die Schilde mitnehmen?
Ja, wäre doch gut, oder nicht? Okay, dann lege ich eine der beiden Shotguns weg. Dann spiele ich einfach wieder normal Shotgun. Beziehungsweise MP. Die blaue MP will ich irgendwie behalten. Die bringt dann irgendwie, in bestimmten Situationen bringt die einfach was im Nahkampf. Auch wenn die öfters unterschätzt werden. Besonders wo der Pumper nicht mehr geht und... Ja. Weil die blaue... Würdest du wissen, wenn Fallschaden auch blaue Leben abziehen würde? Weiß ich nicht. Wärst du dafür oder dagegen, wenn da so eine Umfrage wäre? Weiß ich nicht genau, ich würde nicht so schnell wissen. Was würdest du denn sagen? Ich wäre dagegen. Wäre zwar irgendwie nicer, ne? Aber dann wird das wieder keinen Sinn machen. Das stimmt. Aber eine Sache fuckt ab, wenn du jemanden, der an Fallschaden genockt wurde, finishen möchtest, hat er noch 100 Schild beim Killen. Was ist drin? Oh nice. Epische Shotgun. Ich hab was für dich. Ach, ja. Spielst du Pump? Ach, das ist die neue Shotgun. Nice! So, die ist wirklich noch präziser als die Pumpgun. So, die Schilder nehme ich dann auch mit, die Minischilder. Dann haben wir 6 Minischilder und 3 Medikits, das ist schon mal ziemlich gut. Ich habe halt 3 Medikits auch noch, ne? Und die 6 Minischilder. Ich sehe jemanden. Wo? Wo denn? Da auf dem Berg. Der sneakt da gerade hinter. Ich sehe die Treppe. Ah, jetzt sehe ich einen springen. Ja, sein Mate ist unter ihm. Einer ist runtergesprungen. Jetzt sind die da beide. Der eine hat einen Scar auf jeden Fall. Die Sache ist, die haben erhöhte Position. Ich weiß. Ich würde eher warten. Ja, okay, jetzt ist es zu spät. Einer ist oben. Ich hab den oben Headshot gegeben. Oha, wie trifft er mich? Wie krank trifft er mich denn? Hast du den? Sauber. Wie krank hat er mich getroffen? Ach, pushen wir? Oder? Nice. Du hast ihn. Ich hab den. Ich hab schon gemerkt, ich wollte. Sauber. Du hast jetzt 3 Kills, ne? Hier liegt eine Scar, willst du die haben? Weil du hast ja die Kills gemacht. Ich hab auch eine. Ach so, ja, dann nehme ich mir die. Die Shotgun um ihn nehme ich immer oh hier. Oh mein Gott, Raketenwerfer. Ah, nice. Ich nehme eh kurz. Ach so, ich gebe dir auch ein Medikit. 46 Raketen habe ich. Oh mein Gott, ich glaube, wir haben. Ey Robin, ich glaube, wir haben die geholt, die ganz Tilted übernommen haben. Die richtig krassen. Glaube ich. Weil die haben so viel Munition und alles, ne? Das ist unnormal. Ach so, bist du wieder raus. Warte, ich gebe dir Medikit. Ach, du hast ein Medikit gehabt? Ja, ich kann dir Schilde geben. Schilder. Ich kann dir 2 Schilde geben. Ich muss mich aber auch noch heilen. Gib schnell. Nicht zu lange rumstehen. Hier? Oh moin. Ah, ich dachte schon. Ich dachte schon, wir werden jetzt schon wieder. Knapp in der Zone, aber nee. So, ich nehme mir auch noch 2 und ein Medikit. Dann haben wir noch 2 Schilde und 2 Medikits. Ich sehe einen Gegner. Ja, ich auch. Ich nehme gerade noch das Medikit. In 2 Sekunden kann ich ja auch schießen. Hit. Low. Low life. Okay, ich schieße auch. Warte. Wo ist der Typ? Der ist 2-Hit. Baut der nicht? Der ist in die Zone gerannt. Der ist down. Scheiße. Ja, er wurde vom Sturm erfasst. Ich glaube, der Typ wollte sich umbringen. Ja, der wollte nicht, dass er seinen Kill bekommt. Ich würde nicht hier rumgehen. Hier bekommen wir, müssen wir länger laufen. Ich will gucken, hier werden ob die der anderen was Gutes hatte. Ach so. Aber dann lassen wir ja da hinten rumgehen, weil hier rumgehen gleich wäre nicht so gut, glaube ich, wo das Schutz ist. Da bekommen wir ja die Probleme, weil Loot Lake ist eigentlich perfekte Position, das Ding da oben, wenn wir anders herumgehen. Hat der was? Nein, Loot lohnt sich nicht. Der hat nichts. Wir haben Scar und alles, ich möchte auch keinen Zonenschaden, dass er bekommt. Eben, lass jetzt vielleicht. Lass jetzt aber wieder hinten rumgehen. Wo hinten rum? Ja, davor bei Loot Lake. Muss ich auf den Berg bauen? Ach so, ja, doch. Aber der ist gleich in der Zone. Wobei. Ja, hochbauen und rüber gehen. Geht auch.
Können wir machen. 13 Leute noch, wir haben die Chance. Hast du einen Sniper oder sowas? So Loot. Sind da Gegner drin? Weiß ich nicht. Scheiße, ich hänge fest. Ich fall runter, aber fall nicht runter. Also. Ah, ich hab's geschafft. Ich bin jetzt auf der Treppe. Doch, da sind Gegner. Nice. Hab ihn. Und da hinten sind auch noch Gegner, ne? Ja, ich sehe einen. Hit mit der Scar, der ist low, der ist low. Das war ein normaler Hit. Ich hab ihn, ich hab einen. Der war alleine. Ich hab einen Kill bekommen. Die Scar ist so präzise, ne? Die ist wirklich unglaublich präzise. Ich habe 3 Hits gebraucht, wovon zwei, also ich habe 2 Hits gebraucht und aber nur 3 Schüsse abgeschossen. Auf die ist, ja. Das ist das schon ziemlich gut, würde ich sagen. Weil die, ja, also die Sky ist echt präzise. Die ist richtig genau. Das finde ich auch manchmal komisch. Die ganze Zeit. Also ja. Wir treffen kaum was. Ja, das Lustige bei der Sky war auch mal, ich habe auch mal eine andere, es war doch so eine ähnliche Situation mit der Sky, ne? Auf 20 Meter. Ich habe einfach nichts mit der Scar getroffen, sondern das trifft einfach hundertprozentig. Einmal ja, war es gleich mit der Scar. Ja, ist komisch, kommt halt immer noch auf deine Internetverbindung an, wie die Hits connecten, ne? Ja, der war aber 30 Meter vor mir, aber der eine Schuss geht rechts vorbei, der nächste links, der nächste oben drüber. Es ging einfach alle Schuss vorbei, obwohl ich eigentlich genau drauf gezielt habe. Und jetzt, bei so einer Distanz, gehen einfach alle drauf. Also nicht alle, aber ich habe halt, wie gesagt, der war halt 2-Hit und ich habe 3 Schüsse abgeschossen. Ja. 3 oder 4. Och nö, vor uns ist eine fette Base, die fighten gerade richtig fette. Hä, hey, wo denn? Ach, da vorne, die da bauen. Ja, und daneben links hinter den Bäumen, die siehst du gerade nicht, ist noch eine Base. Ach, die da, ja, ich sehe es. Aber wir sind hier unten schon drin. Ein bisschen zurückhaltender Spiel. Wir haben auch ein Jumppad, ne? Nicht zu vergessen. Die haben als ob. Ja, ich habe am Anfang gesagt, ich habe als Ei gesammelt. Von dem einen gib oben. Gib mir das bitte, gib mir das bitte. Oder willst du das unbedingt haben? Weil ich glaube, ist halt bei mir besser. Willst du das haben? Ist egal. Ja, drop mal bitte. Drop bitte wirklich. Warte. Moin. Guck mal, wie wenig Leute noch leben. So, hier. Kannst haben. Also sonst habe ich noch 2 Fallen. Die Sky ist halt wirklich übermäßig präzise teilweise. Auf Distanz. Ich hätte aber auf Nahkampf die Scar benutzt und sie hat nichts getroffen. Komm mal mit. Moin, wir sind hier perfekt an der Zone. Ja, sind wir halt wirklich. Wir können ja halt einfach am Rand langlaufen. Und da sind so viele. Es sind Bates. Noch. Ja. Es sind noch 6 Gegner. 3 Teams. Wie viel Kills hast? 4, oder? Oder 4 oder 5? Du ich hab 3. Genau. Oh, hast Scheiße, du das? Sorry. Ja. Ich lade mir meine Scar noch. Ich vergesse teilweise immer. Die Shotgun ich bis jetzt gar nicht benutzt. Ey, Digga, das sind so fette Basen. Ne? Wir können einfach nicht pushen oder so. Wir haben keine Sniper. Hey, wir haben halt SFK-Sniper. Nein, ich würde ja eigentlich sagen, dass ich in die Schlucht runter, aber solange die Highground haben, sind wir am Arsch. Ich würde deswegen auch erstmal warten so. Hier. Hier drüber, ich weiß nicht, offenes Feld. Ach, da unten runter meinst du? Ja, das macht ernsthaft Sinn. Weil da könnt ihr uns erstmal nicht sehen. Bevor wir hochlaufen. Ey, Lies, hast du eine Hütte hier? Wie viel Material hast du? Ich habe jetzt leider nämlich nicht so viel. Ich habe 150. Ah, geile Idee. Soll ich reinkommen? Komm rein. Ich habe halt aber auch nicht so viel Material. Ich habe 150 Holz, 100 Stein und 50 Metall. Oha, wo hast du das her? Ich habe gerade doch alle Gegner gelootet. Hä, wie viel Holz hast du und so? 500 und 700 habe ich noch. Oha, ja okay. Dann behalt du das lieber, dann bin ich damit mit. Dann behalte ich das Metall, dann mache ich so, was wir mit Metall bauen sollen, du baust. Und wenn mal jemand auf mich schießt, habe ich auch ein bisschen Holz, habe ich ja so zum Schnellbauen. Weil zum Schnellbauen ist Metall halt nicht so gut, aber 15 ja. Reicht ja zum Schnellbauen erstmal. Beziehungsweise nochmal 10 von Stein. So. Wir
Wir können ja auch nicht allzu lange drin. Zwei Duos. Wir haben sogar eine Geilzone eigentlich, die ist direkt vor seiner Haustür. Wenn gleich welche gestorben sind, müssen wir pushen, ne? Ja. Ja oder nicht? Doch, doch, klar. Achte auf den Chat, wir müssen jetzt gut auf den Chat achten. Wie es ausschaut, fighten die. Oder der schießt einfach gerade auf Büsche und guckt, wo die Gegner sind. Kann beides sein. Der baut sich auf jeden Fall jetzt eine fette Base. Ohne Sniper ist es halt wirklich schwer zu spielen. Das ist halt die Sache. Ich habe halt, das ist nämlich auch immer so. Ich denke mir immer, komm, lass den Baseball. Dann denke ich immer, nee, ich habe keinen Sniper, dann brauche ich lieber keinen. Denke ich immer so, manchmal, wenn ich allein solo spiele. Da würde ich immer, wenn ich eine Base bauen will, so denke ich, nee, ohne Sniper brauche ich keine Base. Macht ohne Sniper bringt eine Base nichts. Eben, das bringt einfach gar nichts. Oder minimal einen Raketenwerfer musst du haben, aber wenn du keinen Den Sniper haben und... wir, aber das bringt auch nichts in einem Base-Fight, richtig. Ja, stimmt. Einen Sniper solltest du schon haben, also. Ich würde dazu tendieren, nachher das Jump-Pad zu benutzen. Ja, ich nutze es schon weise gleich. Da habe ich auch die schöne neue Shotgun für. Ich guck mal, wenn der Teil wie viel Schaden die überhaupt macht. Die Shotgun macht 73,5. Also eigentlich so viel wie die epische taktische. Die macht nämlich sogar 74. Hier oben, da sind Gegner drin, ne? Scheiße, ich bin unten. Ich bin auf dem Boden, scheiße, aber egal. Soll ich den pushen hier jetzt? Die sind beide down hier. Ach so, lol. Wir werden gepusht. Ich hab ihn runtergeschossen. Der ist unter uns. Einer ist, er ist low. Der eine ist low, der eine ist low. Bitte, bitte. Scheiße. Scheiße, ey, scheiße. Der eine pusht, der eine pusht. Ja! Ja! Oh mein Gott. Nice. God. Oh mein Gott. Der, die Heavy Shotgun, der hat nice, ey. Der hat aber so scheiße gespielt, ne? Ja, ich hab den... Mit der Heavy Shotgun hab ich den einen runtergeschossen. Da habe ich ihn noch einen Hit gemacht, also der war schon low. Und der andere... Ja. Ja, ey, aber Leute, ihr müsst wissen, eigentlich wollten wir nicht so campy spielen, aber das ist jetzt der 8. oder 9. Aufnahmeversuch, weil wir einfach die ganze Zeit so gescheitert sind. Naja, wir waren ja nur ganz kurz im Camp eigentlich, oder sonst nicht. Ja, aber das war wirklich taktisch, weil die hatten beide eine Base. Wären wir rausgerannt, wären wir beide direkt gestorben. Ja. Du hast jetzt 5 oder 6 Kills sogar, ne? 8. Ich hab doch die letzten 4 geholt. Ich hab 3. Ey, ich speichere aber auch mal den Clip, weil der war eigentlich ganz nice, ja, wo ich klar. Zum Schluss die 4 geholt habe. Ja, das war's dann auch wieder für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Kommentieren und liken und ein Abo dalassen. Ja, genau. Ciao. Oh.